Kurznachrichten. Die Schlagerfreunde, ein musikalischer Kultursonntag in der kleinen Audiodatei von Radio Marabu. An der Diskothek sitzt Marcel Fischer. Hallo, hier ist Kitty Solaris. Ihr hört Radio Marabu, Europe's Alternative. Ihre neue Single aus Berlin, James Bond. Nummer, wo ist der Weltenretter James Bond und wer ist James Bond? Kitty Solaris aus Berlin, sie schrieb ja auch schon ein Lied für Edward Snowden. Für Julian Assange komponierte im Vorjahr Jens Fischer-Rodrian. Was haben wir getan? Was haben wir unterlassen? Wann wird Schweigen zur Qual? Wann haben wir keine andere Wahl? Was treibt die Menschen an? Und was lässt sie verstummen? Wann gehören wir zu den Guten? Und wann zu den Dummen? Wann verschließen wir die Augen? Wann wollen wir nichts mehr hören? Wann werden wir laut? Wann wollen wir niemanden stören? Er hat alles riskiert, eine Weltmacht blamiert. Doch die Vasallen waren geschmiert. Schaut, wie der Rest von uns reagiert. Shame on us. Schande über uns. Free Assange. Free Assange. Free Assange. Der Spiegel berichtet am 7. Februar. Die USA verlangen von Großbritannien die Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange. Eine Berichterstatterin der Vereinten Nationen hat nun Sorgen über mögliche Misshandlung des Whistleblowers ausgesprochen. Alice Jill Edwards. Die UNO-Berichterstatterin für Folter hat an die britische Regierung appelliert, die mögliche Auslieferung des Gründers der Enthüllungsplattform WikiLeaks an die USA auszusetzen. Am 21. und 22. Februar findet vor dem High Court in London eine Anhörung dazu statt. Die USA verlangen die Auslieferung, weil sie Assange vor Gericht stellen wollen. Sie werfen ihm vor, mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Sie sollen damit das Leben von Informanten in Gefahr gebracht haben. In den USA droht Assange ein Urteil mit bis zu 175 Jahren Haft.
Unterstützer sehen in ihm einen mutigen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht brachte. Assange entzog sich dem Zugriff von Behörden mehrere Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London. Seit April 2019 ist er in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis. Er leidet seit langem an Depressionen und sei suizidgefährdet, teilte Edward Smith. Der Spiegel schließt mit der Information, UNO-Berichterstatter sind unabhängige Experten, die unentgeltlich arbeiten. Edwards ist vom UNO-Menschenrechtsrat bestellt worden. Ich könnte zu diesem Vorgang auch Texte von Presenza verlesen, habe aber mal bewusst den Spiegel verwendet. Er enthält alles Nötige. Corona Bavaria haben für Julian Assange ein Lied aufgenommen, ein Mantra. Bitteschön. Free Julian, free Julian Assange. Free Julian, free Julian Assange. Let's come together and free him now. Free Julian, free Julian Assange. Our power is the power of love. Free Julian, free Julian Assange. It's a cry not to report a crime. Free Julian, free Julian Assange. We need to find the truth behind. Free Julian, free Julian Assange. Truth is really not a crime. Free Julian, free Julian Assange. Free press is essential for all of us. Free Julian. Für Julian Assange hat auch ein Song aufgenommen, Guido de Gürich. Ich fordere die Freilassung von Julian Assange. Herr Habeck, wir nehmen Sie beim Wort. Berliner Liedermacher. Mensch, und das hier war doch Robert Habeck. Viele Menschen machten bei dieser Produktion mit. Hören Sie aufmerksam. Lasst Julian Assange frei. Auf das auch wir nicht umsonst schreien. Lasst Julian Assange frei. Sie türmen die Lügen, solange wir uns biegen. Die Zelle, die für ihn gemacht, ist auch für uns gedacht. Wollen ihm den Mund zuschmieren, damit wir den Mut verlieren. Es bleibt nur, was widerspricht, was nicht widerspricht, bleibt nicht. Lasst Julian Assange frei, auf das auch wir nicht umsonst schreien. Lasst Julian Assange frei. Jetzt der frühere Kanzleramtskoordinator Albrecht Müller. Lasst endlich Julian Assange frei. Ich bin André Unko, Freiheit für Julian Assange. Kriegsverbrechen in die Zellen, aber nicht die sie enthüllen. Zur Aufdeckung eines jeden Kriegs, ja, die Welt braucht WikiLeaks. Lasst Julian Assange frei, auf das auch wir nicht umsonst schreien. Lasst Julian Assange frei. Mein Name ist Kevan Sobisier Wasch und solange Julian Assange hinter Gittern sitzt, kann von freiem Journalismus im Westen nicht die Rede sein. Lasst Julian Assange frei, auf das auch wir nicht umsonst schreien. Lasst Julian Assange frei. Ich bin Daniele Gaunzer, ich fordere Freiheit für Julian Assange. Lasst Julian Assange frei, auf das auch wir nicht umsonst schreien. Lasst Julian Assange frei. Auch die Nachdenkseiten fordern, lasst Julian Assange frei. Lasst Julian Assange frei. Auf das auch wir nicht umsonst schreien. Lasst Julian Assange frei. Mein Name ist Florian Barwick von den Nachdenkseiten und ich schließe mich der Forderung von Annalena Baerbock an. Sofortige Freilassung von Julian Assange. Aha.
eine längst überfällige Freilassung von Julian Assange fordert Dieter Hallervorden. Wir werden weltweit mehr, die für die Freilassung von Julian kämpfen. Hier spricht Oscar Lafontaine. Lass Julian Assange frei. Und jetzt kommt Sigmar Gabriel. Alles spricht für die Freilassung von Julian Assange. Seine Haftbedingungen bisher, sein schlechter Gesundheitszustand, aber auch die Tatsache, dass US-Präsident Barack Obama von einer Strafverfolgung abgesehen hat. Es wird Zeit. Lasst Julian Assange frei. Mein Name ist Paul Brandenburg und ich fordere die Freilassung von Julian Assange. Mein Name ist Ulrike Gero und in meinen Augen ist der Fall Julian Assange der Offenbarungseid der Demokratie. Auch wir vom Westend Verlag, lasst Julian Assange frei. Ich bin Professor Michael Hartmann, Freiheit für Julian Assange. Mein Name ist Jens Fischer-Rodrian. Ich fordere die sofortige Freilassung von Julian Assange. Ich bin Patrick Barb und ich fordere die Freilassung von Julian Assange, der vor unseren Augen hingerichtet werden soll. Freies Denken, freie Rede. Freiheit für Julian Assange. Werke, so ist es zu bemerken, von oft eher dokumentarischen Wert. Hier aber mitgewirkt Dieter Hallervorden, Oscar Lafontaine, Ulrike Gero, Robert Habeck, Nina Malaika, Paul Brandenburg, Albrecht Müller, André Hunko, Jens Fischer-Rodrian, die Nachdenkseiten, Michael Hartmann, Captain Future, Kevan Sufi-Siawasch, Patrick Barb, Daniele Ganzer, Sigmar Gabriel. Mitzucht aus Niedersachsen klingen eigentlich so. Unplugged lassen sie aber auch ganz andere Töne erklingen. Das muss man können. Wir haben der Welt noch was zu sagen. Ein kluger Titel von Glutzucht aus Niedersachsen. Hier ist Dick Michaelis von der Band Glutzucht und ihr hört Radio Mara. Völker, die Signale, es ist wieder an der Zeit. Still und leise kreucht das Übel und macht sie heimlich startbereit. Und während wir fein konsumieren, unsere Körper malträtieren, uns mit Drogen, Fett und Zucker degradieren zum Fernsehgucker, kommt das Schicksal still und keck und schleppt die Kadaver weg. Keiner stellt sich, keiner traut sich, man lebt artig angepasst und jede Störung ist verpönt und im Allgemeinen verhasst. Eine schöne neue Welt für alle, die im Leben gerne blenden und am Ende aller Tage in einer Lebenslüge enden. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Schweigen bringt nichts, Schweigen nötigt, führt zum Stillstand und zum Tod. Und niemals in unserer Geschichte half das Schweigen aus dem... Hallo, hier ist Ronny Weiland und ihr hört Radio Marabu. Ronny Weiland ist gewöhnlich in der leichten Klassik, aber auch im Volkstümlichen zu Hause. Aber auch er möchte nicht mehr schweigen. Selbst geschrieben, selbst produziert, steht endlich auf. Ronny Weiland aus Apolda. Das Land hat sich verändert, es ist nichts mehr wie es war. Das Boot, es scheint gekentert, von der Ostsee bis zur Ahr. Und die Menschen einst so glücklich, das ist Lust und Traurigkeit. Es bedarf jetzt eines Aufbruchs, für die Zukunft ist eine Zeit. Steh endlich auf, denn wir brauchen einen neuen Zeitbeginn. Steht endlich auf. Hier nur sitzen macht doch wirklich keinen Sinn. Wir wollen doch leben, in der Zukunft leben.
so wie's früher einmal war. Wir wollen noch lachen, keine Sorgen machen, wieder Heimat fühlen, wär wunderbar. Ronny Ballraum steht endlich auf. In meiner Jugend war es normal, Friedenslieder zu hören. Aufgewachsen bin ich in der DDR und dort sang und spielte auch Jürgen Eger, normalerweise unser Kolumnist. Jetzt möchte er dieses Dossier mit Friedensliedern beenden. Die kleine weiße Friedenstaube. Und nun das Dossier. Das Lied habe ich 1949 geschrieben, nachdem ich die ersten Kinderlieder versucht hatte. Die hatte ich damals beim Verlag Volk und also bei der Volksbildung eingereicht, ja, und die wurden auch veröffentlicht. Ich hatte ein Plakat gefunden von Picasso und das zeigte die Friedenstaube eigentlich in einer gemalten Form, wie ich es noch nie gesehen hatte. Die Autorin Erika Schirmer um 1980 im Fernsehen der DDR, eine Zeit, in der noch gesellschaftliche Verhältnisse herrschten, die den Gedanken an Frieden zuließen. Sonntag, der 11. Februar 2024, die kleine Audiodatei. Gestern erlebt die aktuelle Ausgabe von Tacheles mit Thomas Röper und Robert Stein. 2 Stunden 18 Minuten, ich gebe zu, das eine oder andere Mal eingenickt zu sein. Aber es gab auch wieder so einen Röper-Moment. Der aus Bremen stammende, westgeprägte, aber seit über 30 Jahren in Russland lebende, erklärte dem Bayern Robert Stein. 30% ungefähr sind aufgewacht. Durch Corona, durch was auch immer, durch die ganze Krise jetzt mittlerweile, 30% ist alles scheißegal und 40% formbare Masse, die werden von den Medien vor sich hergetrieben. Und die Medien sind zu 100% eigentlich, also die öffentlich-rechtlichen Medien, sind links, gelinkstrallt worden. Das haben wir auch vor kurzem. Also ich habe immer wieder das Gefühl, lass uns diesen Links-Rechts-Trend wegnehmen. Was die Grünen machen, die angeblich so linke Partei, das ist reine neoliberale Wirtschaftspolitik, das ist knallrechts. Was die Grünen machen, ist Förderung von Kriegen und Waffenverkaufen, das ist knallrechts. Wir leben bei Orwell. Das ist ideologisch gesteuert, weißt du? Das ist rechts. Wenn wir es in die Skala einordnen, sind das rechte Themen. Wird in den Medien aber als links bezeichnet und dann gibt es im alternativen Bereich noch Leute, links, grün, verwifft. Das ist nicht links, Leute. Genau, so ist das. Links versifft. Ebenso absurd DDR 2.0 und Überlegungen. Die Nationalsozialisten, ihr hört es eigentlich schon bei der von ihnen selbst eingeführten Selbstbezeichnung auf, es waren die deutschen Faschisten, wären in irgendeiner Art und Weise links gewesen. Ich kann stundenlang grübeln, aber alleine die Geschichtsvergessenheit. 25 bis 27 Millionen tote Sowjetbürger, die sind ja auch nicht einfach so im Krieg gefallen. Die wurden vernichtet. Gegenüber dem Westen galt auch für Deutschland die Genfer Konvention. In Russland von Anfang an ausgesetzt. Aus primitivsten, vulgärsten, rassistischen Motiven. Man erklärt die dortige Bevölkerung zu bolschewistischen Untermenschen und schlachtet. Verbrannte Erde.
Alleine um Minsk, Dorfbevölkerungen komplett in die Kirche gepackt, diese angezündet. Fast 70 Dörfer sind auf diese Art und Weise verschwunden. Russland hat sich für diese Verbrechen nie gerecht. Und ja, man kann sehr wohl über die Architekten des Zweiten Weltkrieges diskutieren. Niemals ist es nur einer. Auch nicht der schlimmste Diktator wacht um 8 auf und führt um 9 Uhr einen aggressiven Angriffskrieg. An den Verbrechen wieder die Sowjetunion trägt aber Deutschland die hundertprozentige Verantwortung. Sich dieser nicht bewusst zu sein, ist für mich nicht nur rechts, das ist rechtsextrem. Ich kann mir nichts Rechtsextremeres vorstellen. Ich kann stundenlang grübeln. Ich komme zu keinem anderen Ergebnis. Stundenlang gegrübelt habe ich gestern. Mittags bei Tisch aus dem Radio Deutschlandfunk. Die ersten 10 Minuten der Nachrichten. Wir müssen kriegstauglich werden in 5 Jahren. Ich verifiziere es gerne mit dem Spiegel, geäußert hat das Carsten Breuer, Generalinspektor der Bundeswehr. Zitat, in 5 Jahren müssen wir kriegstüchtig sein. In 5 bis 8 Jahren könnte es möglich sein, dass Russland ein NATO-Land angreift, das lese ich im Kleingedruckten. In der Überschrift lese ich aber kriegstüchtig, nicht verteidigungsbereit. Und darum geht es. Ich entnehme aus dieser Überschrift, dass wir in einigen Jahren, seien es 3, 4, 5, 7, 8, Russland angreifen werden. Nichts anderes. Auch russische Analytiker, Berater, Militärs können das nicht anders interpretieren. Sie nehmen derzeit wahr, dass wir nicht mehr in der Lage sind, der Ukraine genug Munition zu schicken. Zudem sind sie sowieso die Bösen, egal was sie tun. Nach einer derartig klaren Aussage, immerhin 10 Minuten, 12 Uhr im Deutschlandfunk, müsste man in Russland auch darüber nachdenken, die Initiative zu ergreifen. Auch der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz gibt auf RP Online vor, Zitat, Putin muss erleben, dass er mit seiner Strategie nicht weiterkommt. Auch das heißt ganz klar, Krieg, Krieg, Krieg. Auch wenn mich intellektuell verwahrloste Idioten als Putin-Fanboy beleidigten, Leute, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, offensichtlich, wie ich auch am Beispiel des Deutschlandfunks wahrnehme, bedingt das Betreten der dortigen Häuser die intellektuelle Verrohung. Ich halte die Russen nicht für die Guten. Was wäre eigentlich, wenn die sich untereinander abstimmen? Knallt ordentlich rein auf deutsches Gebiet. Gerne atomar, dann sind wir quitt. Kriegserklärung braucht es nicht. Zweiter Weltkrieg läuft noch. Es gibt nur einen Waffenstillstandsvertrag. Testen wir mal die neuen Waffengattungen. Schauen, wann der schwarze Regen abzieht. Die Verfilmung The Day After ist ja schon ein Weilchen her. Ich wohne ja in Ilmenau. Nehmen wir Grafenwöhr als Ziel. Da ist bestimmt 10 Jahre dunkel dann bei mir. Auf den Segen des schnellen Todes soll sich da keiner freuen. Das sah man ja auch schon im Film The Day After. We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Wissen Sie, was vielleicht das einzige Linke an dieser Entwicklung ist? Die Ehrlichkeit unserer Außenministerin, bei der ich manchmal den Eindruck habe, sie merkt gar nicht, was sie für eine Politik hier macht. Den gesamten Rest kann ich nicht anders als rechts oder rechtsextrem empfinden. Während ich das für den Sonntag einspreche, laufen nebenbei die Bilder des weißrussischen Fernsehens. Das mag ich am Wochenende. Hier kommen 2 Sendungen über Land und Leute mit viel Schauwert. Gerade zu Ende gegangen das militärpolitische Magazin Arsenal. Beim Abspann liefen die Bilder auf den Sturm des Reichstages zu Berlin. Jedem Russen, jedem Weißrussen sind die Ereignisse zutiefst verankert. Es ist wohl auch schon rechts oder rechtsextrem, dass wir uns das überhaupt nicht mehr vorstellen können. Muss fast um Entschuldigung bitten für die längere Ausbreitung meiner inneren Gedanken, aber nach den Deutschlandfunk-Nachrichten gingen mir diese Dinge wirklich den ganzen Tag durch den Kopf, durch den Magen, rauf und runter. Der Tag war sozusagen gelaufen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert, Amerika zieht sich zurück. Klar, dann gehen wir in die erste Reihe. Bertolt Brecht, das große Karthago. Es würde 3 Kriege, noch stark und mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten, nicht mehr auffindbar nach dem dritten. Russlands Botschafter in Österreich hat bedauert, dass Österreich seine Politik der aktiven Neutralität aufgegeben hat. Er sieht das zum Nachteil für Österreichs Bevölkerung. Russland kündigt die Pachtverträge für Grundstücke der ukrainischen Botschaft in Moskau. Die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti meldet, die russische Armee soll einen Kaffee im Gebiet Kharkov angegriffen haben, in dem ukrainische Offiziere die Ernennung von Alexander Sirski zum neuen Oberbefehlshaber feierten. Das US-Portal Defense One berichtet, die russische Armee setzt Starlink-Systeme gegen ukrainische Truppen ein. Welt am Sonntag schreibt, Bundesbehörden gehen davon aus, im Falle eines möglichen Zusammenbruchs der Ukraine werden etwa 10 Millionen Menschen das Land verlassen. Na, da sagen wir mal willkommen. Der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter meint, den Krieg muss man nach Russland tragen. Er erklärte sich dem Staatssender steuerfinanziert Deutsche Welle. Roderich Kiesewetter erklärte auch schon ganz anderes. Wenn Europa die Energiewende vollziehen will, braucht sie eigene Lithiumvorkommen. Die größten Lithiumvorkommen in Europa liegen im Donetsk-Luhansk-Gebiet.
Deswegen will Russland diese auch, um uns abhängig zu machen von der Energiewende mit Blick auf Elektromotoren. Also wir haben hier auch ganz andere Ziele noch im Hintergrund. Und diese werden wohl auch von Sarah Wagenknecht unterstützt. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, heute Vormittag haben wir die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit, kurz BSW, gegründet. Sie äußerte sich gegenüber der Mediengruppe Bayern, sie würde mit der CDU Koalitionsgespräche führen. Ich bekenne, ich wollte die BSW zur Europawahl wählen. Das ist nach dieser Aussage für mich nun ausgeschlossen. Unser Kriegsminister Pistolero forderte, dass die Deutschen kriegstüchtig werden. Mit dem Friedensaktivisten und Organisator der Montagsdemonstration in Stralsund, Ronny Poge, schließt sich der Kreis. Marcello, herzlichen Dank. Ich wünsche ein schönes Wochenende. So gut es eben geht. Myanmar ordnet einen mehrjährigen Wehrdienst an. Israel meldet den Fund eines Tunnels unter dem Hauptquartier des UN-Palästinenser-Hilfswerks. Geplant Offensive in Rafah. EU-Außenbeauftragter Borrell warnt vor einer humanitären Katastrophe. Zurückgetreten Ungarns Präsidentin Novak. Venezuela zerschlägt Kokain-Produktionsstätten. Mehr als 9000 Kilogramm Drogen wurden verbrannt. Es berichtet Russia Today. Die FAZ über Nordkorea. Das Land beendet die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Südkorea. Russland arbeitet an einer Alternative zum Eurovision Song Contest. Das Interesse sei groß, betont das russische Außenministerium. Kasacharova. Allerdings nur von befreundeten Ländern, aber das dürfte ja der größere Teil der Welt sein. Berlin wählt. Wetter. Heute viele Wolken, verbreitet Regen. So geht es auch in die kommende Woche. Marabu. Alternative Music.